So, das ist ein kleines Bastelvideo. Weil Abenteuer erleben, das hat ja auch manchmal mit Basteln zu tun. Es gibt tatsächlich noch eine Möglichkeit, völlig legal Schätze zu finden. Sondeln ist verboten, Graben ist verboten, vermauertes Öffnen ist verboten. Aber eines ist in der privaten Archäologie erlaubt. Sauber machen. An vielen historischen Orten gibt es Stellen, wo sich seit Jahrhunderten Dreck angesammelt hat. Und dieser Dreck birgt oft kleine Funde. Doch was macht man mit einem Haufen Dreck, um darin kleinste Teile zu entdecken? Ja, und wie ihr mitbekommen habt, haben ja Nils und ich im Lütetsburger Torturmschacht gegraben. Und als wir dann da die ganze Erde rausgeschaufelt hatten, kamen wir an dem Tag nicht weiter, weil wir dann dachten, Mensch, wir müssen das ja sieben. Haben wir denn überhaupt ein Sieb? Nein, haben wir natürlich nicht. Ich bin dann erstmal hergegangen und habe dann ein ordentliches Gitter besorgt, so was da praktisch ist, eben hier mit 6 mm. Das ist, glaube ich, nach meinem Erachten eine hervorragende Größe, um allgemein zu sieben, ohne verschiedene Größen zu benutzen. Und da fällt auf jeden Fall nicht so viel durch, was irgendwie wichtig sein könnte. So, und daher habe ich hier aus schönem Zedernholz so einen tollen Rahmen gebaut. Meine Domain da oben reingebrannt. So, müssen wir auch mal ein bisschen Werbung machen, ne? Und das funktioniert auf jeden Fall. Und so ziemlich über jedem Eimer auch. Das ist richtig klasse und wird noch 100 Jahre halten. Prima. Aber, was ich dann dachte ist, man braucht doch auch... Also ich habe ja so eine Abenteuertasche, ne? Und wenn ich unterwegs bin, dann habe ich doch nicht so ein unpraktisches, schweres Ding dabei. Wenn ich mal irgendwo ein Loch finde, wo alte Erde drin ist und ich denke, sieb das doch mal durch. Da braucht man doch was für unterwegs. Und da kam ich auf eine Idee. Was man bräuchte, wäre quasi so ein Sieb für unterwegs. Und toll wäre, wenn man das natürlich auf die passende Größe machen könnte, so wie man das gerade braucht. So habe ich zum Beispiel ein Fach in meiner Abenteuertasche, wo ich das reintun würde. Und das hat halt bestimmte Maße. Und diese Maße sind ja in der Regel auch zu klein für ein wirklich praktisches Sieb. So müsste man so eins quasi falten können. Aber ein Sieb, so aus so Draht, wenn man das ein paar Mal biegt oder faltet, dann bricht der Draht und dann ist es kaputt. Also musste ich mir was einfallen lassen und ich musste quasi mir was basteln. Ich musste gar nichts, aber ich wollte, damit ich in Zukunft immer gut ausgerüstet bin, auch in den Momenten, wo ich überhaupt nicht damit gerechnet habe. Wir brauchen quasi so kleine Ringe, um die Gitter miteinander zu verbinden. Und da habe ich einen ganz tollen Tipp bekommen von einem Freund von mir, Felix ist Goldschmied, und wenn der so Ringe macht, habe ich mir mal von ihm zeigen lassen, dann hat er einen tollen Trick. Der nimmt nämlich einfach einen Draht und windet den um ein rundes Stück irgendetwas, ich glaube, der hat da Metall genommen, und das macht der auch enger. Das heißt, der windet das, wie hier am Anfang, eigentlich so ganz dicht aneinander um das Ding und sägt das dann mit der Säge ein. Da mir das jetzt allerdings zu kompliziert war, habe ich einfach diesen Draht genommen und habe ihn mit großem Abstand da drum gewickelt. So kann ich quasi hergehen und kann dann jetzt mit der Zange das durchkneifen. So, jetzt habe ich hier quasi ein Ende, muss ich also ungefähr auf gleicher Höhe mit dem Ende, damit der Ring hinterher sauber abschließt. Kneif das hier mit der Zange einmal durch. Zack, bumm. Habe ich hier wieder einen neuen Ring. Den fasse ich jetzt hier mit der Spitzzange und kann den dann ungefähr in die Position biegen, wie ich ihn später brauche. Ich mache den aber nicht ganz zu, weil ich will den ja erst hinterher schließen, wenn ich damit die verschiedenen Gitterteile verbunden habe. Ja, jetzt brauchen wir natürlich für das transportable Sieb solch ein Maschengitter. Das habe ich also im Internet bestellen können auf einer großen Rolle. Hier haben wir also genug von. Ja, und das ist natürlich praktisch. Ich habe jetzt zum Beispiel für meine Abenteuertasche ein Maß
herausgesucht. 14 mal, entschuldigt bitte meine Erkältung, 14 mal 26 cm passt bei mir in eine Tasche, wo ich das gut verstauen kann, wenn ich das immer dabei habe. Und dann habe ich jetzt quasi so 14 mal 26 cm Stücke hier gemacht. Da bin ich, habe ich jetzt zwei Stück. Da kommen hinterher drei aneinander und das ergibt dann ein ziemlich großes Sieb. Und ja, da muss man das hier abmessen und dann arbeitet man sich hier Stück für Stück mit der Kneifzange voran. Immer schön am Draht, damit die abstehenden Drahtteile hier nicht so groß sind. Ne? Das haben wir hier möglichst gering. Und da möchte ich hinterher auch versuchen, das dann noch beizuschleifen. Ja, das hat wunderbar funktioniert. Das ist jetzt hier tatsächlich ganz, ganz glatt. Und wie wichtig ist jetzt natürlich zu gucken, die Lötstelle, ist die jetzt hier auch noch feste? Ja, ist sie. Hey, das hat super funktioniert. Manchmal hat man nicht nur eine gute Idee, sondern sie lässt sich auch gut umsetzen. So, dann werde ich jetzt mal die restlichen Teile von allen Seiten schön schleifen. So, jetzt haben wir hier unsere drei Matten, die sind also ganz schön sauber, ohne Hängenbleiben hier am Rand. Klasse geworden. So, und die müssen wir jetzt halt miteinander, so, war mein Plan von den Maßen her, miteinander mit diesen Metallringen hier verbinden. Ring schließen. Mal gucken, jetzt überlappt das hier schön. Aber können wir das dann auch noch... Ja, das geht gut. Kann man dann auch noch ganz prima falten. Weil es soll ja faltbar sein hinterher. So, hier. Können wir das öffnen. Hakt das natürlich zunächst ein wenig. Lässt sich aber trotzdem prima öffnen. Doppelt gemoppelt hält besser. Eine super Sache. Ja, und das machen wir jetzt über die Länge und auch mit dem nächsten, damit wir ein großes, faltbares Gitter erhalten. Ja, und das ist nun das tolle Ding. Super klasse, passt in meine Abenteuertasche, kann man einfach so falten und wird dann ruckzuck richtig groß. Und ich glaube, mit so einer Größe kann man schon was anfangen, auch mal irgendwo unterwegs ein bisschen Erde durchzusieben. Haha. Natürlich dürft ihr nicht vergessen, dass historische Funde meldepflichtig sind und dass man nur mit Genehmigung des Grundbesitzers an historischen Stellen fegen oder sauber machen darf. Ja, klasse, oder? Das wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten, wie man sich sowas einfach bastelt und das sogar sehr hochwertig. Ich würde mal sagen, das hält richtig lang und ist auch gar nicht so schwer zu machen. Ja, das war's auch schon. Ne? Aus der Abenteuer-Bastelecke. Macht's gut, bleibt dran. Bis zum nächsten Abenteuer. Wenn ihr Lust auf mehr Schätze und Abenteuer habt, dann lasst doch ein Abo da und drückt auf die Glocke, um kein Video zu verpassen. Schaut doch auch mal in den ersten Mitmach-Link in der Videobeschreibung. Werdet Kanalmitglied und folgt mir auf Facebook oder Instagram. Vielen Dank für eure Unterstützung.